Ah, keine Punkte mehr. Nein! Ade. Zack. Ich wusste, warum wir die ganzen Items looten. Ich wusste genau warum. Gelernt, Kampfesmut. Naja. So. Fügt Tieren größeren Schaden zu. Sie ist ein Tier, auch wenn es ein Ungeheuer ist. 470, guck mal. Na, das kracht doch. Autsch. Locker im Gegner in den Kampf, okay. Ein Buff-Debuff parallel. Zack. Okay. Wir haben ihn fast down. Wir hätten bei dem Troll ähnlich lange gebraucht. Da hatten wir noch den perfekten Angriff mit drin. Deswegen ging das da etwas leichter. Alter. Autsch. Ist fast auf. Komm. Ja, mein. Wow. 9000 EP. 10.000. Krass. Okay, alle Level up. Sehr geil. Elbenstein des Handwerks. Vorsicht! Diese Tentakel sind stark! Ausgezeichnet, sie bahnen uns einen Weg. Er hat das Tor geöffnet. Ich wusste, dass er zu etwas Nütze ist. Westmoria. Wartet, es gebührt einem Zwerg, Moria zuerst zu betreten. Natürlich. Die Gerüchte sind wahr. Balin hat versagt. Mein Volk hat versagt. Dieser Kampf liegt Jahrzehnte zurück. Ihre Leiber zerfallen schon zu Staub. Viele tausend Jahre herrschten hier große Zwergenkönige, Elbin, bis sie diese Kreatur vertrieben hat. Ich kann darüber nicht lachen. Doch ein Bruchteil ihrer einstigen Macht ist immer noch hier. Ich fühle es. Dann lasst uns Moria zurückerobern. Für euer Volk. Neuer Tagebucheintrag. Ja. Runen der sieben Könige. Viele Geheimnisse warten hier darauf, entdeckt zu werden. Oh, es fehlt ein Video zwischendrin. Okay, müssen wir mal gucken. Sieben Ringe wurden den Zwergenherrschern gegeben. Großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Doch sie wurden alle vom dunklen Herrscher Sauron betrogen. Und ihre Königreiche zerfielen. Aber die Zwerge hüten viele Geheimnisse und nur wenige kennen ihre Sprache. Die geheimen Runen der alten Könige sind in diesen leeren Hallen verschollen. Du musst ihr Geheimnis lüften, mein Freund. Ja. Einer fehlt uns, den Rest haben wir alles. Müssen wir mal gucken. So, geben wir erstmal wieder Punkte aus. Weiter auf Damage. Zack. Noch weiter auf AP. Und auf Tempo. Und unser Zwerg kriegt jetzt mal Stärke. Er haut ja schließlich auch Emile zu, deswegen. Willkommen in Moria. Ach, ich finde das so geil. Na, erstmal über die Leichen trampeln, natürlich. Gegen den Statuen können wir nichts machen? Nö.
Gut, dann reisen. Wähle einen Speicherpunkt in die Option Reisen, um in bereits besuchte Länder zurückzugehen. Ah. Das geht also doch. Aha. Yep. Das geht also doch. Okay. Reisemenü. Reisen. Ach, guck mal. Gesperrt, gesperrt. Region. Und wo ist Moria? Wir haben ja gespeichert. Ich probiere das jetzt gerade mal aus. Wir sind zurück in Eregion. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, Aufträge. Westmoria ist ein eigenes. Also in Eregion fehlt tatsächlich noch was. Jage die Dunländer. Besiege drei Horden, um sie zu vertreiben. Okay, das ist das Letzte, was noch fehlt. Da fehlt wahrscheinlich auch das Video. Dunländer. Jetzt sind wir aber gleich am Eingang von Region, ne? Sieht fast so aus. Tja, wo kriegen wir jetzt Dunländer her? Okay, also wir können jetzt an jedem Speicherpunkt einfach reisen. Nur mit den Dunländern ist jetzt die Frage, wo finden wir welche? Na komm, völlig weiter, Auge Saurons. Ne, das sind Orks. Die wollen wir nicht. Da, das war schnell erledigt. Aber wegen denen sind wir ja nicht da. Mhm. Sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Okay, also müssen wir doch gucken. Oh. Der Troll, der in der Sonne versteinert wurde. Landgrundplatze. Also müssten wir doch immer gucken, dass wir nach Möglichkeit gleich alle Gebiete mit abschließen, sonst haben wir so wie jetzt, dass wir nochmal alles durchlaufen müssen. Zumindest bis zum nächsten Safe Point. Das Zimmer war gerade da, sind noch am Anfang. Ich spiele das jetzt komplett blind, also die Serien und die Serie, sag ich. Die Filme und die Bücher, die Geschichten, das kennt man natürlich alles über die Zeit, aber die Spiele halt nicht wirklich dazu, deswegen. So. Okay. Oh, hier rennen gerade überall Orks rum. Was war das denn? Jetzt sind wir hier. Oh. Ich meine, es sind alles XP, damit leveln wir wieder. Das ist alles schön und gut, aber deswegen bin ich nicht hier. Doppelgrät. Bam, Dreifachgrät. Wow. Okay. Hätten wir bei dem Seeungeheuer eben mal gebraucht. Okay. Ich wollte eigentlich wissen, wo die Waldläufer sind. Das ist der Vorposten wieder hier. Ups. Da oben blinkt es jetzt rot. Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt für die Waldläufer oder? Ja, man kann nur in Regionen leider porten, nicht zu einzelnen Speicherpunkten. Das wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn das quasi wie ein Wegpunkt wäre.
Geht das Auge wieder zurück? Nee, ne? Nee. Okay. Ja gut, wir flitzen dann nochmal schnell hin. Gesehen haben wir ja alles soweit. Ach nee, komm schon. Na okay, 41 Punkte, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich glaube auch, dass die Mobs auf ihrem Level bleiben. Bin mir nicht ganz sicher. Ich will aber erklären, warum wir die so wegbeben sind. Oh, da kamen die Doppelstreifen eben schon wieder kurz ins Bild. Geflogen. Level up. Bisschen Loot. Okay. Da oben blinkt es jetzt rot. Das ist jetzt die Frage. Ne, da ist Sackgasse. Ups. Ist das jetzt schon in Moria oder ist das jetzt die aktuelle Quest? Warte mal. Aufträge. Region. Kann ich das irgendwie fest auswählen? Nee, ne? Ja, damit blätter ich durch. Das ist schon klar, aber... Besiege drei Horden, um sie zu vertreiben. Hm. Okay. Oh, diese verdammten Orks, die rennen überall rum hier. Wahnsinn. Die Steuerung ist schon wieder invertiert. Die Kamera läuft wieder spiegelverkehrt. Ja, gut. Können wir wieder schnell Durchlauf. Kennen wir alles inzwischen schon. Zack, weg. Oh, ganz weg. Nee, ich glaube, die Mobs bleiben auf ihrem Level, weil so schnell wie wir die hier gerade umhauen. So, zack. Und weiter geht's. Ich glaube, wir haben da oben irgendwie in der Nische eine Gruppe vergessen. Ach nee, das geht noch weiter. Schade. Sah eben so aus, als würde das genau von der Karte her passen, aber nee. Ja, da brennt schon wieder ein Kampf an. Okay, weg. Gut. Hä? Ich glaube, da hat Moria als nächstes Gebiet schon drin. Aufträge. Quest Moria begonnen. Bekämpfe den Wächter im Wasser. Okay. Man kann es nicht aktiv tracken irgendwie, das ist so blöd. Ich glaube nämlich fast, wir haben die Mine von Moria schon als nächstes Questgebiet jetzt. Automatisch mit drin, weil das der weiteste Punkt ist, wo wir waren. Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber soweit wie der Punkt weg ist, der rote Punkt, den man auf der Minimap oben rechts sieht aktuell. Glaube ich fast, das ist eine Sackgasse. glaube ich fast, dass... Na. Ja, glaube ich fast, dass das Moria ist. Was uns jetzt hier angegeben wird. Komm. Und weg ist er. So, jetzt darf er. Natürlich. Arch. Oh, wir haben den perfekten Modus wieder voll, sehe ich eben erst. Sehr gut. Doppelgrid 408 erlebt immer noch. Alter. 600 GP schon weggeschrotet, erlebt immer noch. Und tschüss. So. Das kann man leider nicht beschleunigen, die Ansicht. Das kommt halt jedes Mal jetzt so. Oh, nicht schon wieder Orks. Lass mich doch in Ruhe.